Hallo, Jungfrau, wie geht's? Ich bin Phoenix. Ich freue mich sehr, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammenschauen, wie deine Energie für die nächsten 48 Stunden für dich steht, ja? Schauen wir mal. Wow. Vier der Stäbe hat sich umgedreht. Ja, die Nummer 1111, muss ich schon sagen. Starke Seelenverbindung ist hier zu sehen. Ja, schauen wir mal, Jungfrau. Wow. Wahnsinn, was für Karten. Zwei der Stäbe, Jungfrau. Hier gibt es eine Entscheidung zu treffen. Ne? Also Zweifeln sind hier in einer Situation möglicherweise, was mit einem Kompromiss zu tun hat, mit einer Person zu tun hat. Hier gibt es ein Gefühl von Zweifeln. Was mache ich? Wie entscheide ich mich? Welchen Weg nehme ich? Es ist hier ein bisschen kompliziert, ja. Man muss schon schauen, was, ja, was für eine wichtig ist. Sind immerhin Münzen. Genau, schau mal, der Turm, 9 der Stäbe. Also, in manchen Fällen, Jungfrau, eine Situation, die von deiner Vergangenheit jetzt auch kommt, ne? Weil schau mal, welche Karten gekommen sind. Interessant, sage ich dir. 3 der Schwerter, 3 der Stäbe und die Sonne. Nummer 33, ja? Sehr wichtig, diese Nummer, wirklich wichtig. Und ja, hier reden wir über eine Dreierbeziehung. Nicht für allen kommt in Resonanz. Aber hier immerhin ist ein Treubruch, ja? Ein Treubruch und Vergangenheit, Zukunft. Also hier haben wir tatsächlich Vergangenheit und hier Zukunft. Eine Person schaut nicht mehr da hinten, wie du siehst, diese drei Stäbe. Diese Person schaut ja nicht mehr nach hinten. Schaut Richtung Zukunft. Richtung Zukunft ist ja die Sonne. Also wir haben hier mit einer neuen Situation, Jungfrau. Es ist ja klar, welche Entscheidung du schon getroffen hast, weil hier ist schon eine Entscheidung getroffen. Eine Person hier weiß schon, was er möchte oder was sie möchte. Und das ist halt eine neue Situation, einen neuen Anfang mit einer neuen Person. Ja, richtig. Also wir haben hier mit Seelenpartnern zu tun. Also das spricht für Seelenpartnern tatsächlich, ja, deutlich. Es gibt eine Klarheit hier. Ich meine, es zeigt sich hier ja diese zwei der Münzen, Jungfrau, aber tatsächlich, du hast schon Klarheit. Oder sag mal so, in den nächsten 48 Stunden wirst du schon Klarheit in diese Situation bekommen, worüber wir hier reden. Ob das jetzt mit zwei verschiedenen Arbeit zu tun haben, vielleicht wo du dich für eine Arbeit entscheiden musst, oder ob das jetzt mit zwei Personen zu tun haben. Aber die Entscheidung ist eigentlich bereits getroffen. Du weißt schon, was du möchtest. Und das ist eine neue Sache, eine neue Situation. Es kümmert dich nicht mehr die Vergangenheit. Die Vergangenheit für dich ist vergangen. Und das sieht man mit diesen drei der Schwerter und der drei der Stäbe. Es ist deutlich, Vergangenheit, Zukunft. Und ich gebe den Rücken. Ich möchte nichts wissen. Gehe in diese neue Sache, die mir halt Glück bringt. Und Zufriedenheit, ich fühle mich glücklich in dieser neuen Situation. Für mich scheint die Sonne wieder. Und das ist, was ich für mich möchte. Ja. Und man fühlt hier viel Glück. Also ich fühle selber dieses Gefühl von, ich fühle mich vollkommen. Ich fühle mich glücklich mit dieser Entscheidung. Ja. Und ich bin sicher, ich mache nichts Falsches jetzt. Ich entscheide mich richtig sicher. Und ich gehe für das Neue. Das ist das, was man hier sieht. Ne? Tatsächlich. Du möchtest möglicherweise, Jungfrau, mit einer Person auch zusammenziehen. Also man möchte hier mit einer Person auch zusammenziehen. Neu anfangen. Mit einer neuen Person. Wichtig zu sagen, mit einer neuen Person. Es gibt hier viel Anziehungskraft zu einer Person, eine starke Anziehungskraft. Ja. Sternzeichen Löwe ist hier zu sehen. Sternzeichen Löwe ist sehr stark zu sehen. Man merkt, es gibt hier eine Situation bei dir, Jungfrau, in der Familie, die schon einen Bruch, also
zusammen jetzt gebrochen ist. Also es ist irgendwie eine Situation, die ein Ende hatte, ja. Möglicherweise, Jungfrau, du spürst, dass diese Person vielleicht nochmals irgendwie mit dir vielleicht nochmals zurückkommen möchte, aber das ist für dich nicht mehr möglich. Also hier ist dieses Gefühl von ich möchte neu anfangen. Das ist, was man hier sieht. Eine Dreierbeziehung ist hier auch zu sehen. Habe ich dir ja gesagt, ne? Ja, das ist tatsächlich zu sehen. Für manche gibt hier eine geografische Distanz vielleicht auch. Es kann schon möglich sein, dass man hier einen Umzug machen muss, eine Reise, einen Umzug, ja. Für manche könnte möglich sein, ja. Wahnsinn, qué fuerte, no me digas. Pua. Also König der Schwerter, diese Gerechtigkeit sieht man hier, diese Situation von Kommunikation sieht man hier. Schau mal, interessant, mit drei der Schwerter kamen zwei der Münzen. Zwei der Münzen hast du ja gesehen. Also doppelt, ja. Also dieses Gefühl von, ich muss mich entscheiden und es ist kompliziert oder ich zweifle mit der Entscheidung, ist da. Aber die Sache ist, schau mal, drei der Stäbe, zwei der Stäbe, zwei, drei der Stäbe. Es gibt eine Entwicklung hier. Also du hast schon erstmal darüber nachgedacht. Es ist nicht so, dass du eine Entscheidung so schnell jetzt triffst. Also man hat schon hier nachgedacht. Und man trifft eine Entscheidung, man hat schon bereits eine Entscheidung getroffen. Jetzt muss man natürlich das in der Praxis, ja, bringen, also machen, ja. Die Sonne, fünf der Stäbe. Fünfte Stäbe, die Sonne. Fünfte Stäbe zeigt sich zweimal hier vor meiner Nase. Also man merkt hier diese Konflikte mit anderen Personen, ja. Konflikte sieht man hier, aber Klarheit auch. Also es gibt hier eine Klarheit in der Situation, was du machen möchtest, obwohl andere Menschen, vielleicht auch mehrere Menschen involviert sind in der Situation. Aber ich befürchte, oder ich sage, ich befürchte nicht, ich freue mich für dich, weil tatsächlich hier eine Entscheidung ist bereits getroffen. Du weißt schon zumindest, was du machen möchtest und unabhängig, was andere Menschen wollen. Am Ende, jeder entscheidet für sich. Weißt du, was ich meine? Jungfrau. Und wenn andere sich ärgern, das kann man ja nicht ändern, ja. Also muss man sich ärgern lassen. Ich meine, wichtig ist, dass jeder für sich glücklich ist. Also meine Verantwortung für mich persönlich ist, dass ich glücklich werde. Das ist meine Verantwortung in dieses Leben. Und jeder von uns hat diese Verantwortung auch, ja. Also von da aus, du entscheidest dich hier für dich. Und das sieht man hier. Und das ist das Wichtigste. Also Jungfrau, so sieht's aus für dich für die nächsten 48 Stunden. Wie gesagt, nicht vergessen, könnte für Arbeit auch reden, ja. Arbeit oder für eine Person, Familie, Kompromisse, ja. Egal, was für eine Situation das ist. Genau. Dankeschön, dass du da bist, dass du mich zuhörst. Ich wünsche dir einen schönen Tag und wir sehen uns übermorgen, Jungfrau, ja. Bis dann, tschüss.